wusste ja nicht, wer noch so kommt. Aber ich lese jetzt dann doch nochmal, was mir passiert ist in diesem Jahr. Eigentlich heißt die Serie oder dieser Zyklus Lieber Tagesbuch. Aber ich lese nur den Teil, der eigentlich gar nicht so zu Lieber Tagesbuch passt. April. Nichts los im April. Ach doch. Ich habe ja einen Chico, dem Fotokünstler und Schöngeist, gefangen in einem Körper von 120 Kilo Fett, nach seinem langen Gequengel zugesagt, bei ihm einzuziehen. Habe lange überlegt. Immer wenn ich lange überlege und mich dann entscheide, entscheide ich falsch. Da mein Entschluss feststand, in der alten, schönen Wohnung wohnen zu bleiben, entschloss ich mich mal anders, also gegen meine Überzeugung zu handeln, damit mal was Gescheites dabei rauskommt. Mein dickster Freund Chico hat ja ein paar Tage sein Büro und bewohnt die erste Etage. Ich jetzt direkt drüber. Also ist Chico mein Untermieter. Und deshalb habe ich dann zugesagt. Ein grober Schnitzer, wie sich bald herausstellen sollte. Mitte April, erste Kartonagen eingetroffen. Entfaltet und zusammengebaut, nehmen sie viel Platz weg. 50 leere Umzugskartons in der Wohnung sind kein schöner Anblick und irgendwie auch störend. Beginne zu packen. Bald stellt sich heraus, packen ist nicht einfach. So ein Bücherregal, eigentlich im Karton, geschickt gepackt, nicht viel Platz weg, ist dann aber nicht mehr zu heben. Also Kartonboden mit Büchern bedeckt, Klamotten drauf und zu. Sinniere stundenlang über eine eventuelle Beschriftung. Entscheide mich dann für Bücher und Klamotten. Ende April. Sackkarre von Molle geliehen. Beginne die Kartons Bücher und Klamotten 1 bis 26 in die neue Wohnung zu fahren. Die Vormieterin ist zwar ausgezogen, die Wohnung aber nicht leer. Dabei wollte ich nur noch nach einer Lampe fragen und dann überließ sie mir immer mehr. Willst du die Vorhänge behalten? Die schmeiß ich sonst weg. Gute Idee, ich habe ja keine Vorhänge. Obwohl ich mich immer gefragt habe, warum ich nachts dunkel machen soll. Was ist denn mit dem Sofa und den beiden Sesseln? Die passen doch so nett zu den Vorhängen. Ja, stimmt. Beides blau irgendwie. Ja, sag ich, lass ruhig hier, sieht ja gemütlich aus. Und die Arbeitsplatte in der Küche, die ist doch jetzt einmal drin. Ja, schön, danke gerne. Am Ende blieben diverse Lampen, der praktische große Spiegelschrank im Bad, im kleinen Bad, also der etwas größere Spiegelschrank als das Bad, ein Industrieschreibtisch und der Garderobenschrank im Flur auch noch da. Am Tage ihres Umzugs rief ihr Freund an und beschrieb seine Probleme, die Arbeitsplatte abzustützen, wo er doch gerade versucht, die Elektroräder auszubauen. Ob er Herd, Waschmaschine und Trockner nicht da lassen könnte. Da mein Ceranfeld verhunzt und der Herd unbrauchbar verdreckt war, sagte ich generös zu. Wo stehe ich hier drauf? Kurz darauf ging bei meiner Ex-Frau erst Waschmaschine, dann Trockner kaputt. Wie gut, wenn man doch mal was doppelt hat. Anfang Mai. Will gerade ein Bücherregal per Sackkarre in die neue Wohnung fahren, da ruft Chico an und teilt mir mit, die neuen Fenster werden heute eben schnell eingebaut. 6 große Altbaufenster raus, 6 große neue schwere isoverglaste, lärmschutzgepufferte Profifenster rein. Halbe Stunde pro Fenster, sagt Chico, und die Bauherren verlassen die Wohnung so, wie sie gekommen sind. Primo, denke ich. 3 Stunden Pause. Durchsuche Kartons 27 bis 44 nach meinem Buch, wenn ich es gerade lese. Nach gut 3 Stunden habe ich es gefunden. Aber jetzt heißt es, schnell die Kartons wieder ordentlich packen und das Regal rüberfahren. Da sind die Handwerker mittlerweile beim Einbau des ersten Fensters. Das wird heute nichts mehr. Immerhin sind die alten Fenster noch drin, falls es regnet. 3 Tage später ist dann alles erledigt. Ich sehe die Glas- und Rahmenspezialisten gerade noch abfahren. Die Wohnung sieht aus wie Sau. Halb abgegessene Pappteller aus Dönerbude, alles voll Baustaub. Aber es stimmt, die sind so gegangen, wie sie gekommen sind. Hatten die gleichen Klamotten an, wie vor 3 Tagen. Dafür haben sie die Griff und Hebel für die Oberlichter nicht gehabt und müssen nochmal wiederkommen. Naja, dafür habe ich ja jetzt eine voll baustaubte Wohnung mit neuen Fenstern. Aussicht vorne ins Grüne. Steht doch direkt ein Baum vorm Fenster. Und bei Wind schlagen seine Äste lautstark gegen die Lärmschutzfenster. Hinten raus schaue ich immerhin auf eine neue Backsteinbrandmauer in etwa 3 Metern Entfernung. Das Efeu, das ein wenig Farbe in die gezielte Tristesse bringt, muss leider ab, sagt die Bauaufsichtsbehörde oder so. Klar war die Aussicht in der alten Wohnung schöner. In der ruhigen Franzenstraße gab es vorne
Den Blick auf einen schönen Altbau gegenüber und im Wohnzimmer, Arbeitszimmer und Schlafzimmer freie Aussicht über Elberfeld und an die Uni der Stadt und die Stadthalle und die Kirchen und die schrünen Höhenzüge nach Brunnenbrech und Rostau. An der Stelle muss ich sagen, da ist mir sogar ein Vierzeiler eingefallen, den ich dann im Grunde zu Papier, aber irgendwo in der Tasche gebrannt habe. Der geht: An klaren Tagen konnte ich bis Barmen sehen. Ich muss gestehen, das war nur schwer zu ertragen. Naja, gut. Klar, also Höhenzüge, Kronenberg, Monster. Aber ich bin ja nicht wegen der Aussicht hingezogen. Ich wollte mich ja verkleinern. Klar wusste ich, die Wohnung bei Chico ist ungünstig geschnitten und größer und teurer. Bislang ging ja Bad, Küche, Wohnzimmer und Arbeitszimmer vom Flur aus ab. Für einen Orientierungslosen wie mich einfach zu merken. Selbst das Schlafzimmer, welches entweder vom Wohn- oder Arbeitszimmer aus zu erreichen war, hatte ich bisher immer gefunden. In der neuen Wohnung ist noch alles viel einfacher, weil ohne Flur. Da muss man nur von Zimmer zu Zimmer ins nächste gehen und dann irgendwann ist man da, wo man sein möchte. Da findet man dann alle Räume schon. Überzeugt hatte mich ja der alte Dielenboden und das Ständerwerk, welches Wohn- und Arbeitsbereich offen unterteilt, wohnlich. Eigentlich. Das Dumme am Ständerwerk ist, jetzt fehlen mir 4 Stellwände. Wohin mit den ganzen Bücherregalen, den hergeschränkten Tischen und Stühlen? Naja, dafür hat mein Bad ja eine wesentlich kleinere Größe als früher und kann sogar auf ein Fenster verzichten. Jetzt muss ich zwar zur Waschmaschine in den Keller, aber schatten will ich ja gerne. Fachwerk hat sicher seine schönen Seiten, aber wenn man Hängeschränke in der Küche und Wohn- und Arbeitszimmer anbringen muss, dann kann das störend sein. Mein Bohrexperte und Wasserwagenprofi Hubertus sah sich genötigt, mein Schreibtischregal mit 6 statt anstelle von 2 Schrauben zu befestigen. Eine Sache von 2 Arbeitstagen, weil die Bohrlöcher noch mit Bauschaum ausgestattet die Dübel eintrocknen mussten. In der Küche ging es allerdings nicht so einfach. Da wurden diverse Betonblöcke in die Wand getrieben, in die dann schwere Winkel verschraubt wurden. Geschirr kann man zwar immer noch nicht in die Hängeschränke packen, aber meine Marshmallows sind so gut. Nebenbei ist bei dem Umzug meine Waschmaschine kaputt gegangen. Schade, dass ich die jetzt nicht mehr doppelt habe. Chico unterstellt mir ein Tourette-Syndrom, weil ich immer, wenn ich ihn sehe, das Wort Mietminderung schreie. Gut war auch, dass der Dielenboden nicht mehr abgeschliffen werden musste, das hätten die dünnen Brettchen nicht mehr auf. Zu meinem Einzug hat Chico, der ja jetzt bekanntlich unter mir ist, sich eine neue HiFi Dolby Surround Quadrophonie Boxenanlage mit Mega-Subwoofer zugelegt. Er hört ja eigentlich keine Musik, aber dafür spielt er gerne Ballerspiele, das nachts so gegen 1. Als Nachtmensch stört mich das nicht, weil ich gehe ja immer spät schlafen und neuerdings auch nur sehr kurz. So gegen 6 strahlt die Sonne durch die blickdichten Vorhänge und die Bunken vom Otto-Böhne-Platz versammeln sich lautstark zum ersten Frühstücksbierchen. Um 6.30 Uhr tauchen die ersten Schüler auf und machen lustige Klingeltürchenspiele. Klar könnte ich auch hinten raus schlafen, schließlich ist das fensterlose Bad so geschickt in die Ecke des überflüssigen Zimmers gebaut worden, dass genau 1,50 daneben Platz ist. Da würde mein 1,40 Bett sicherlich reinpassen. Andererseits käme ich dann niemals mehr raus und der Grundschulhof, der direkt hinten ans Grundstück grenzt, testet mit seiner Beschülerung oft die Grenzen der neuen Lärmschutzfenster aus. Während ich das hier schreibe, höre ich hinter mir den Fernseher, den ich in der alten Wohnung noch sehen konnte, wenn ich am Laptop saß. Gleich kommt Fußball. Ups, schon 2-0, da werde ich mich wohl mal umdrehen müssen. Ja, das war's.